Moin Moin, sagt man, glaube ich. Ich bin in Hamburg und nutze die Chance hier. Ihr seht schon, Rad Race Shop. Da drin sitzt Fritz mit dem Coach Görkeman. Und ich habe gedacht, ich nehme es mal mit und begleite die mal bei einer Trainingssession heute. Kurz vor Hawaii, es sind noch 2 Wochen. Fritz fliegt am Freitag, oder 2,5 Wochen jetzt noch. Und ja, schauen wir mal, wie da die Form so ist und wie die Ambitionen sind, ob er Age Group Weltmeister werden will. Und jetzt kommt dir das. Willst du das echt so machen? Kann das gut gehen? Nehmen aber bitte beide Schuhe mit. Muss ich noch trainieren? Er hat gemeint, dass die Arbeit ist gemacht. Also heute 3,5 Stunden. Wieder so K.A.-Scheiße. Jetzt habe ich auch keine Ausreden mehr, weil ich jetzt das 55er Blatt. Aber es ist windstill. Windstill in Hamburg, das heißt. Ja, wird nicht richtig K.A. 60er Trittfrequenz wird nicht klappen. Eigentlich eine Einheit, die für die Rolle geplant wäre. Aber Fritz ist ja einer, der im Sommer nie auf der Rolle fährt, was ich auch sehr sympathisch finde, was für mich auch schwierig ist. Eigentlich hätte ich letzte Woche schimpfen müssen, weil er nochmal einen Reiz, wie gesagt, niederfrequent realisieren sollte. Dann bin ich morgens selber gefahren, da kam er mir entgegen, hat sich nicht mehr erwischt gefühlt. Dann habe ich gedacht, oh, er hat alles richtig gemacht, weil natürlich kannst du bei so einem Wetter, ich meine, das haben wir in Hamburg 365 Tage im Jahr, aber da kannst du natürlich nicht auf die Rolle gehen. Also Heat Prep hin oder her, da musst du draußen fahren. Und insofern, ja, heute nochmal so 3x15 Minuten oder 4x10 sind es heute, ne? 10. Genau, 4x10 Minuten, kraftintensiven Reiz, KA3, also sprich so 300 Watt, 310 Watt. 330, aber Trittfrequenz ein bisschen hoch. Genau, also so roundabout 3 Stunden auf dem Rad und dann nochmal ein kurzer Koppellauf von 40 Minuten, also 11 Kilometer, so. Natürlich. Die ersten 10 Minuten nochmal ein bisschen unter Ironman Pace und die letzten 10 Minuten auch nochmal ein bisschen unter Ironman Pace. Nee, wir laufen jetzt immer ein bisschen schneller als Ironman Pace, dass sich dann auf Hawaii alles leichter anfühlt. Was der Race Day zeigt, ist halt in Kona immer wahnsinnig schwer planbar. Deswegen habe ich schon zu Fritz gesagt, alles ohne Druck, wirklich einfach nur die Zeit genießen. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass du fitter bist als vor Rot. Also Top 6 gesamt. Siebter war er. Siebter. Ja, deswegen, er ist fitter, jetzt Top 6. Ja, weiß nicht, ob, ist da sonst noch wer da? Oder? Also Herber ist ja diesmal nicht dabei. Ich bin ja nicht der Einzige, der fit ist. Und mir ist es auch bewusst, dass es auch noch ein paar Amis gibt, ein paar Australier, ein paar Engländer, Europäer, was weiß ich was. Und ja, die kann man natürlich alle nicht auf dem Schirm haben. Und nein, aber es ist das versuche ich auch gar nicht. Und das Geile ist halt einfach, finde ich persönlich, in den Flieger zu steigen und zu wissen, du hast eine super gute Prep gehabt, jetzt auf der Insel keinen Quatsch machen, gesund bleiben und dann halt am Samstag in 17 Tagen fit in der Bucht zu stehen. Was der Tag dann bringt, das weiß man nie. Aber das ist ja eigentlich schon das coolste Gefühl, die Nervosität da. Dig Me Beach, das ist schon echt krass, wenn man da reingeht ins Wasser. Er will uns auch noch ein bisschen heiß machen, nochmal vorspannen. Die Nervosität! Sie wird kommen! Steht Baldrian eigentlich auf der Dopingliste? Darfst du nicht nehmen. Darf ich nicht mich beruhigen? Und auch kein Pott rauchen, was in Kona verdammt viele machen, das darfst du auf gar keinen Fall. Da musst du aufpassen. So, Training. Kleiner Pfefferminztee vielleicht. Training. Bis jetzt wurden alle Einheiten verhaftet. Außer beim Schwimmen, da habe ich immer keinen Bock. Nee. Also beim Schwimmen, das ist wirklich krass, ist Fritz die letzten Wochen, ich würde sagen sogar 3 oder 4 Wochen, Einheiten über 4000 Meter geschwommen. Das gab es vorher nie. Du bist 4 Kilometer geschwommen. Ja, ja. Das halte ich für eine Lüge. Und er will mich aber auch immer brechen, ne? Dann bist du top motiviert, gehst 5-mal die Woche schwimmen und er schreibt dann einfach immer mehr auf, immer einen oben drauf, dass du dann wieder rausgehst mit nur 3,5 und hast ein schlechtes Gewissen. Könnt ihr euch das vorstellen? Fritz Ferner hat ein schlechtes Gewissen, weil er nur 3,5 Kilometer geschwommen ist. Alles richtig gemacht. Er will auch mal mit drauf sein. Will auch mal mit drauf sein. Tschüss Fritz, bis gleich. Schade, dass du diesmal nicht mitmachst. Tschüss. Ja, ich fühle mich viel besser, wenn ich nicht mit dir trainieren muss. Oh,
So, das war wieder geil. Frassentriathleten nach der Kadenz. 330 Watt! 330 Watt! Und vor allem wieder 10% mehr, als er fahren soll. Das ist auch wieder so. Aber freut sich. More is better, always. Immer mehr. Mehr ist immer mehr. Okay, Flasche. Flasche. Gib her die Buddel. Hier. Nachschub. Geil. Nachschub. Jetzt fahren wir in der Wahl. Go, go, Fritz, go! Hol ihn dir! Wieder einen eingeholt! Läuft immer noch gut! Ja, noch um der Schwelle! Coach, bist happy mit den Athleten? Ja, wie gesagt, ich glaube echt, dass Fritz noch mal fitter ist als vor Rot. Das freut mich natürlich tierisch. Wie er auch gesagt hat, was es nachher am Tag X bringt, das weiß man nie. Wir versuchen alles richtig zu machen bis zum Race Day. Aber das ist schon krass, dass er wirklich einfach in der Gesamtverfassung her und ich glaube auch wirklich in allen drei Disziplinen noch mal fitter ist als vor Rot. Ich glaube, man hat jetzt nicht gesehen, von außen betrachtet, dass es 330 Watt waren. Das sieht man auch, dass er da wirklich in einem absolut kontrollierten Bereich ist. Klar, das waren jetzt zwei Intervalle auf 15 Minuten. Das ist jetzt auch noch nicht die Welt. Aber es ist halt trotzdem schon wirklich, wirklich schön zu sehen. Und vor allem, dass er halt auch so einen Spaß hat. Ne? Also er ist überhaupt noch nicht durch. Die ganzen letzten Wochen hat er konstant trainiert. Nach dem Allgäu-Triathlon haben wir nochmal eine Woche Pause gemacht. Dann ist er den Ötztaler gefahren. Das war, glaube ich, auch nochmal ein richtig guter Reiz. Also als er mich da gefragt hat, war ich ziemlich begeistert, dass er den fahren kann, weil das halt einfach auch nochmal gerade für ihn, der eher tendenziell ein Athlet ist, der eine hohe Bildungsrate hat, sprich solche Einheiten wie heute, die natürlich nicht richtig gefahren wurden. Ihr habt es gesehen, das sollte eigentlich so eine 50er-Kadenz sein, das kriegst du bei uns halt einfach nicht hin. Deswegen wäre die Alternative, bei dem schönen Wetter auf die Rolle zu gehen, was halt auch Sünde ist. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen am Reiz vorbei, diese 4x10 Minuten waren es ja, nicht 15 Minuten. Aber der Ötztaler, um das abzuschließen, das ist dann natürlich ein Reiz, der für jemanden, der eine hohe Bildungsrate hat, super gut ist, um halt einfach dafür zu sorgen, dass dieser Muskelfaser-Switch ein bisschen zustande kommt, dass die Bildungsrate gesenkt wird. Und das war auch im zeitlichen Abstand mit Rot total gut. Und ich glaube, dass das auch so ein Rennen war, was ihm vom Kopf her tierisch Spaß gemacht hat. Hat er auch mit einem Buddy zusammengefahren, seinem Geschäftspartner. Das ist ja dann auch immer sowas, was wahnsinnig viel Freude bereitet. Klar, dann mit einem guten sechsten Platz vom Allgäu im Gepäck fährt sich das dann auch nochmal so ein bisschen einfacher. Ja, das ist schon cool. Also das muss ich schon sagen, es macht Spaß zu sehen, mit welcher Freude er dabei ist. Und stimmt mich natürlich auch total optimistisch für Hawaii. Bin happy. Coach Görke hat gerade schon gesagt, er quatscht immer viel, aber ist ja gut. Dann kriegen wir viele Informationen. Nils bringt mich jetzt noch zum Store wieder. Da warte ich auf Fritz und dann begleite ich ihn noch beim Laufen. Frag mal, wie die Einheit noch gelaufen ist, wo wir nicht mehr dabei waren und mal gucken, wie er noch rennen kann. Und vor allem ganz wichtig, wenn ich auch nicht dabei bin. Ja, und wenn, aber ich kontrolliere jetzt. Wie war's? Ach, schön. Ja, mir ist es dann wirklich so ein bisschen gekommen. Das ist dann jetzt die letzte Einheit am wunderschönen Deich war. Für immer? Für diese Triathlon-Saison kann man ja sagen. Ne? Dann geht ja schon wieder die neue los. Am Wechsel musst du auch noch mal ein bisschen arbeiten. Noch schneller? Das Hose ausziehen für mich nicht, ne? Oder soll ich draufbleiben? Ich habe noch eine Unterhose drunter, wie immer. Unter der Bib. Ah, ist aus! Ich wollte gerade sagen, so ist aber kein Koppeln. Also Fips sagt, alles unter 10 Minuten Wechselzeit ist noch Koppeln. Schneller jetzt. Warum bin ich nicht losgelaufen? Weil ich hier noch meine Atemübung machen muss. Habe ich gestern das erste Mal gemacht. GPS, hast du ein Geht's Fahrrad? Geht's los oder was? Ich habe ein Fahrrad. Wir laufen im Fischmarkt. Geil. Also Ironman Pace? Nee, wir laufen jetzt immer ein bisschen schneller als Ironman Pace, dass sich dann auf Hawaii alles leichter anfühlt. Woo!
ich war eigentlich richtig gut vorbereitet mit Gimbal und so. Nur leider hat der nicht funktioniert. Das heißt, den habe ich jetzt hier in meiner Hoodie-Tasche. Und es wackelt ein bisschen mehr, aber ich glaube, wird trotzdem geil. Fritz ist fit, kann ich sagen. Was sollst du denn eigentlich laufen? 53 bis 56. 352 bis 356, okay. Ich kontrolliere das jetzt. Sieht aber schneller aus. Oh ja. Ah, erwischt. Also wegen GPS-Fehler hier. Erwischt. Wegen den hohen Gebäuden. Da geht GPS immer nicht, da muss man ein bisschen nach Gefühl laufen. Wie auf dem Ali-Drive. Wie viel Polster brauchen was, wir? Was? Wir müssen uns ja überlegen, wie viel Polster brauchen wir wegen Hitze. Ach so, ja, stimmt. Also fühlt sich jetzt 340 beim 16 Grad Hamburg so an wie 406 auf Hawaii? Wahrscheinlich. Wenn die Uhr auf Auslaufen ist, kann man laufen, was man will. Es piepst nicht mehr. Gibt's keine Pace-Vorgaben. Einfach floaten lassen. Trainingstag zu Ende. Wie war es? Ja, ganz entspannt, ne? Es war ja alles nur Ironman Pace, ein bisschen drüber. Nee, war gut. Hat Spaß gemacht. Und ich bin auch zwischenzeitlich ein bisschen sentimental geworden, wo mir dann so klar wurde, oder das hat ja Görge vorher schon gesagt, jetzt die letzten Kilometer hier auf deutschem Boden vor Hawaii dann. Ja, will mal kurz so Armen, Kreuzzeichen am Deich. Aber du bist ready. Geht so, ne? Ah. Ja klar, also jetzt ist alles gut, jetzt next step. Muss ja immer Schritt für Schritt gucken, ne? Erstmal gut ankommen, gesund vor allem. Und ja, dann sind ja immer noch 2 Wochen, die dann auch noch spannend sind, ob man gesund bleibt und da alles klappt mit Training. Jetzt ist es ja eher so etappenmäßig, sonst jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich ja normalerweise vor Rot noch 4 Tage hätte, so. Weil jetzt ist man genauso aufgeregt vor dem Flug erstmal, aber dann hat man ja noch mal 2 Wochen. Also, alles easy. Prost. Gut, ich bin gespannt, wir verfolgen das mal und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja von dir und allen anderen Görke-Athleten noch ein Video-Update von der Insel. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Schauen wir mal. Wer weiß, ob es da Internet gibt. Ich habe gehört, es gibt Internet auf Hawaii und auch Bier. Danke. Wir haben sogar eine Dusche hier. Sorry.